So, hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal ja, wieder daran teilhaben lassen, was es Neues gibt. Ich habe mir die Panasonic DMC FT5 zugelegt. Und zwar ist das eine Digitalkamera, wo man auch vernünftige Videos mit aufnehmen kann. So als Alternative zu GoPro für mich persönlich. Ja. Ich wollte euch daran teilhaben lassen, wie schon gesagt, wie ich das Ganze jetzt mal auspacke und den ersten Eindruck so ein bisschen vermitteln. Also das ganze Gerät ist wasserdicht bis 13 Meter Tiefe, stoßfest aus 2 Meter Höhe, kann man es also fallen lassen theoretisch. Es ist einsetzbar auch bei oder bis zu minus 10 Grad. GPS-Unterstützung hat man, Full HD. Selbstverständlich auch. Da ist ein Kompass drin, ein Altimeter, ein Barometer. Das gute Stück gibt es in den Farben Orange und Blau. Und ja, wie gesagt, ist von der Firma Panasonic. Und des Weiteren haben wir hier noch so ein paar schöne Erklärungen. 4,6 mal diesen optischen Zoom. Das MOS mit 16,1 Megapixel. Es ist verbindbar mit dem Internet über One-Touch-Connection. Man kann Panoramaaufnahmen machen. Wir haben eine gute Leica-Linse hier drin. Hier an der Seite sind jetzt nur so die üblichen CE-Geschichten. Das Ganze nochmal auf irgendwelchen asiatischen Sprachen. Hier der Strichcode. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. So, der Karton macht schon mal einen stabilen Eindruck. Dann haben wir hier als erstes das Ladekabel. Passend dazu die Ladestation für einen Akku. Genau. Der hat einen Ausgang von 4,2 Volt und 0,65 Ampere. Das ist ja schon mal eine anständige Ansage für einen Akku. Da muss man auch nicht Sorge haben, dass der dauernd leer ist. Trotz allem habe ich mir direkt bei unserem niedergelassenen Fotoladen Ersatzakkus gekauft, zwei Stück. So, hier haben wir diese Luftpolsterfolie, dass das Ganze geschützt ist. Dann zusätzlich nochmal in so einem wattierten Stoff die Kamera, die wir jetzt hier haben. Ja, macht erstmal so vom Gewicht her einen wertigen Eindruck. Was wie Metall aussieht, ist auch Metall. Es ist mit Imbusschrauben hier so verschraubt. Hier an der Seite ist gut zu sehen, hat man eine zusätzliche Sicherung zum Sperren des Fachs, wenn man einmal zieht. Sieht man hier schön das Akkufach, die zwei Anschlüsse für Mini-USB und das Steckfach für die SD-Karte. Ich habe mich jetzt hier für eine 32er SD-Karte entschieden, weil ich mir denke, wenn bei 32 mal was defekt sein sollte, dann sind wenigstens nicht alle Daten weg. Deswegen würde ich dann lieber zwischendurch mal die SD-Karte wechseln. So. Und hier auf der Rückseite können wir Zoom wählen, eine Abspieltaste, die Mode-Taste, Menü, Display, eine Mülltonne. Aber da gehe ich jetzt gleich nochmal extra drauf ein, wenn wir den Akku drin haben. Hier haben wir noch eine passende Halterung für das Stativ, falls vorhanden. Ja, dann stellen wir die mal kurz an die Seite und schauen, was uns noch so erwartet in der Packung. Da haben wir einmal diese klassische Bediener-CD, die auch gerne mal missachtet wird. Hier ist der Akku. Warum der jetzt nicht separat eingepackt ist, ist mir auch nicht ganz klar. Und dann die Registrierungspapiere, die Bedienungsanleitung. Natürlich wieder in mehreren Sprachen, das ist nicht alles für die Kamera. Dann hier den USB- und Micro-USB-Anschluss.
jeweils für Rechner oder Ladegerät wahrscheinlich, wenn man über den Rechner laden möchte. Und eine passende Schlaufe. So, Karton ist leer. Den können wir jetzt schon mal an die Seite stellen. Und schauen dann mal. Das Erste, was ich immer ganz gerne mache, ist diese Schlaufe daran, weil man sich dann beim Film schon irgendwie sicherer fühlt, gerade wenn man sie für den Einsatz wie ich jetzt zum Wandern oder auch beim Radfahren benutzt, fixiere ich das Ganze damit schon mal an meinem Handgelenk. So, jetzt öffne ich einmal dieses Fach nochmal, schaue mal, wie rum der rein muss. Gut zu sehen, hier das Goldene muss mit dem goldenen Innenleben natürlich übereinstimmen. Es rastet auch direkt ein. So, dann haben wir hier oben einmal Mikrofon links und rechts, die An-Aus-Taste, die Fototaste und die Videotaste. Erstmal schalten wir das Gerät ein und dort kommt direkt sorgfältig prüfen, dass Klappe fest geschlossen ist, um Eindringen vom Wasser zu verhindern. So. Dann haben wir hier die ersten Möglichkeiten. Dann gehen wir mal in das Menü. Da kann man Aufnahmemodis auswählen, welches Bildverhältnis, Bildgröße, Qualität, Weißabgleich, AV-Modus, Quick-AF mit Gesichtserkennung, Digitalzoom, Serienbilder, Zeitrafferaufnahmen, dass man das zusätzliche Hilfslicht einschalten kann, was unten in so einer Laufleiste aber auch alles nochmal feinsäuberlich erklärt ist, was die einzelnen Sachen bedeuten. Ein Stabilisator, also so, dass das Bild nicht verwackelt. Man kann das Datum mit bei, die Uhrzeit dabei stellen und so weiter. So, jetzt hier über diese Taste mit der Mülltonne kann man zurückgehen. GPS-Sensor. Man kann wählen, ob man direkt den Bildern einen GPS-Code beifügen möchte, welchen Sensor, ob man Protokoll dabei haben möchte, welche Gebietswahl. Also mit Ortsinfo, ein Höhenmesser, ein Tiefenanzeige, Kompass kalibrieren. Also da kann man einiges machen. Das gleiche ist dann hier die Wi-Fi-Einstellungen. Dann sucht das Gerät sich direkt die Sachen, wie es hier steht. Neue Verbindung, Verlauf, Verbindung. Das wollen wir jetzt nicht. So. Dann haben wir hier noch so die Grundeinstellungen, die man einstellen kann. Mit Vorsichtshinweisen, Ureinstellungen und ob man im Flugzeugmodus ist, Lautsprechertöne, Monitorhelligkeit, ob man Gitterlinien möchte, Histogramme. Also es gibt einiges. Dann gehen wir mal hier raus über Mode. So, dann ist jetzt hier eingestellt Aufnahmemodus Sport. Man kann auch wählen den Kreativmodus mit manueller Belichtung, Automatikprogramme A bis E. Und die intelligente Automatik, was für die meisten Aktionen völlig ausreichend ist. Dann wird automatisch abgeglichen, Helligkeit, Umfeld, Bewegungssensor oder sonstiges. Man kann auch wählen für Schneeaufnahmen, Strand und Schnorcheln. Unterwasseraufnahmen habe ich bis jetzt noch nicht ausprobieren können, aber wird bestimmt noch kommen. Dann Panoramaaufnahme oder einzelne Szenenmodus. So, dann gehen wir da auch noch mal raus. Wie gesagt, man kann hier einstellen den Zoom, macht auch nur ein minimal leises Geräusch. Dann kann ich hier noch wählen, ob ich Makroaufnahmen möchte, mit Blitz, ohne Blitz, eigene Belichtung, den Selbstauslöser. Das steht hier weitere noch zur Wahl. So, hier an der Seite ist noch der Lautsprecher zu sehen. Von vorne noch einmal, wie gesagt, die Linse geschützt in einer Aluminiumform.
das Blitzlicht und das zusätzliche LED-Licht. Wobei mir unser Fotograf direkt sagte, dieses kleine LED-Licht ist schön, um mal etwas Lichtunterstützung zu haben, aber es wird nicht reichen, um einen Raum damit zu erhellen. Ja, das war es erstmal schon soweit. Wie die Videoaufnahmen damit werden von der Qualität, werdet ihr demnächst auf meinem Kanal ja sehen. Und wenn euch das dann gefällt oder auch dieses Video, denkt dran, den Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr mögt. Macht's gut, euer Markus.